Hallo Leute und herzlich willkommen zurück zu einer neuen Episode von Let's Play Dark Souls. Wir befinden uns noch immer inmitten der Ruinen von Neulondo und sind auf dem Weg zu den vier Königen. Dazu brauchen wir noch ein paar Wanderflüche, da haben wir ja jetzt hier bei Ingvar mehr als genug kaufen können. Um die Könige zu erreichen, müssen wir als allererstes das Wasser ablassen. Und um das Wasser ablassen zu können, brauchten wir als allererstes den Siegelschlüssel. Und den haben wir jetzt. So, jetzt kommt mal her, ja? Haha. Ja, noch ein paar Wanderflüche erhalten. Es gibt hier ganz in der Nähe wohl auch einen Shortcut zum Tal der Drachen. Das ist quasi so mein nächstes Ziel. Denn das vereinfacht... Was ist das denn da? Das vereinfacht uns wohl die Reise hierher um einiges. Ich meine, ich muss mir das erstmal angucken, wo wir denn dann da rauskommen, aber ich kann mir das schon vorstellen. So, komm runter hier. Ich habe gesagt, komm runter hier. Hörst du mal? Kann ihn auch noch nicht erreichen, der ist noch zu weit oben. Jetzt. So, da haben wir ihn. Aber das hier ist offensichtlich nicht der richtige Weg. Ich befürchte ja, ich weiß, wo es lang geht. Nämlich die Stelle, wo ich schon mal drauf gegangen bin. Achso, das ist die Halle. So, das war hier, ne? Da quasi runterspringen. Und dann da hinten weiter. Ich wüsste jetzt gerade keinen anderen Weg. Sind Gegenstände, vor allem ist da unten ein Gegenstand, den holen wir mal als erstes. Eine grüne Scherbe, weil ich davon ja auch noch nicht genug habe. Na gut. Also gucken wir mal hier. So, das sind so die Orte. Ne, ich gehe erst nochmal rein. Das sind so die Stellen, wo wir wirklich aufpassen müssen mit diesem Lock on. Soll da keinen Mist bauen. Moment. Okay. Weiß ich Bescheid. So fürs nächste Mal dann. Was ist denn hier um die Ecke? Wieder sehr nach potenzieller Falle aus hier. Müssen wir mal gucken. Wo uns die Geister hier vielleicht verarschen wollen. Fluchbissring, was ein Datten. Eine der berühmten Bissringe, die von Sir Arstor von Karim in Auftrag gegeben wurden.
Trotz der grausamen Geschichten um seine Entstehung ist dieser Ring ein wertvolles Mittel zum Schutz vor Flüchen. Das hätte ich gebrauchen können, als wir gegen Seath gekämpft haben. Jetzt erscheint es mir relativ sinnlos. Okay, aber dann können wir hier wieder zurück. Haben wir den Weg auch ausgekundschaftet. Ich vermute mal... Unten war ich auch schon. Ich vermute mal, wenn ich dann das Wasser abgelassen habe... werden wir den Fahrstuhl benutzen können. Wo es vorhin hieß, der Mechanismus... reagiert nicht oder irgendwie sowas in der Art. So, das sieht schon wieder verlockend nach, man kann darüber springen aus. Nur wenn wir darüber springen, wie kommen wir denn dann wieder zurück? Verliere ich da einen Gegenstand. Aber ich verliere doch völlig die Orientierung, wenn ich jetzt darüber springe. Obwohl, nee, ich kann mich ja da runterfallen lassen. Da würde ich mich lieber nicht reinfallen lassen. Wer weiß, was dann dabei rauskommt. Ein seltener Ring der Opferung. Okay, sehr geil. Hier auf der anderen Seite noch irgendwas? Nö, anscheinend nicht. Aber ich muss sagen, eigentlich... sind die Ruinen gar nicht so schlimm. Wenn man erstmal so ein bisschen geschnallt hat, wie es hier funktioniert, dann kommt man ganz gut zurecht. Hoch oder runter? Da ist auf jeden Fall ein Hebel. Aber die Vorrichtung bewegt sich nicht. Das ist bestimmt das Tor, wo ich das Siegel für brauche, den Siegelschlüssel. Also gucke ich als allererstes hier oben hin. Dann ist das hier bestimmt der Weg zum Tal der Drachen. Ein Kompositbogen. Was hat denn der für... Anforderungen und Werte. Wow. Der ist ja richtig gut. Das lohnt sich, den nochmal ein bisschen aufzupushen, weil der ist quasi jetzt als Standard schon besser als unser plus 5 Langbogen. So, da unten ist das Tal der Drachen. Guck mal da. Ah, wenn der Pfad ist natürlich auf... Wenn der, ich sag mal, der Shortcut auf der Seite vom Tal der Drachen ist, dann bringt mir das nicht viel. So, wollen wir das Schleusentor öffnen. Das sollte unsere Navigation dieser Ruinen doch um einiges vereinfachen. Ach, das ist das... Ah, ja, okay. Das ist das große Tor da am Ende. Oh,
Und jetzt kann ich auch den Aufzug rufen. Ja, wunderbar. Das. So allmählich fügen sich alle Puzzlestücke zusammen hier. Was bist denn du? Nee, ganz ehrlich, was bist denn du für einer? Du, mein Freund, bist mir etwas suspekt. Gegen mehr als einen von diesen Knochenrittern will ich aber nicht kämpfen müssen. 1200 Seelen, okay. Dann haben wir hier jetzt die eigentliche Herausforderung. Ja, die Drachen lasse ich jetzt einfach mal Drachen sein. Ach du Scheiße. Ach du verdammte Scheiße. Jetzt kriegt man erst so ein Gefühl dafür, was hier in Neulondo tatsächlich passiert ist, wenn man die ganzen Toten sieht. Schon wieder so ein Todesritter. So, ich habe mich ihm gezeigt, jetzt locke ich ihn hier erstmal raus. Zack, Backstab. Na, es geht doch. Es geht doch. Da ist schon wieder so ein Nebeltor. Ja. Wer nicht wagt, der nicht gewinnt. Ich höre da was. Von daher habe ich gerade nicht so wirklich Lust. Zack, ich bin wesentlich schneller als du, mein Freund. So. Der erste war der schlimmste, die anderen sind eigentlich... Es geht, ne? Was ist das denn? Erinnert so ein bisschen an die Phalanx aus Demon's Souls. Erinnert ein bisschen sehr an die Phalanx aus Demon's Souls. Ich will gar nicht wissen, was das für ein Ding ist hier. Ich weiß jetzt auf seinen nächsten Angriff. Dann hämmern wir ihm noch ein bisschen Pyromantie rein. Dafür haben wir sie ja. So. Tschüss, Mann! Was auch immer du warst.
Mögest du bitte niemals wiederkehren? 5000 Seelen? Ja, das ist nicht schlecht. Oh Gott. Hi! Bye! Und lass nochmal! Das arme Schwein hatte niemals eine Chance. So. Was ist das da? Ich meine, ja, da oben ist ein Gegenstand, aber was ist das da für ein Totenkopf? Okay, da ist noch so ein Ritter. Ich gucke mich hier erstmal auf dem Hof fertig um. Alter, hört ihr diese Geräusche? Das macht mich total wahnsinnig gerade. Ja, die erinnern total an die Lost Souls aus Doom. Ich hoffe, davon gibt es hier nicht zu viele. Hi! Du willst also spielen, ja? Gut. Alter! Das war scheiße eben. So, und tschüss, Mann. Ja, da sind diese 1200 Seelen-Monster hier ganz reguläre Monster. Da ist der andere Fahrstuhl. Den schicken wir jetzt mal hoch. Aber beziehungsweise müsste ja jetzt eigentlich, wir können damit mal kurz hochfahren. Aber damit haben wir ja eigentlich jetzt doch einen Shortcut, ne? Ja, das ist ja relativ am Anfang hier. Sehr cool. Ich will jetzt trotzdem einmal den Weg ganz durchfinden, bis zur Bosstür quasi, damit ich weiß, wo ich lang muss. Wenn wir es dann richtig versuchen. Ich meine, mit 4 Estus-Flakons brauche ich mich an den Bossen nicht versuchen, das glaube ich nicht. Es ist immerhin ein 4 gegen 1 Kampf. Da ist tiefes Wasser, da geht es nicht weiter. Oh, dieser leeren Schild, den der nutzt, oder was auch immer das ist, der nervt total. Die Sache auch erledigt. Ja, der erste ist immer der schlimmste, ne? Wenn man noch nicht weiß, was diese Gegner können. Aber noch eine Seele eines stolzen Kriegers. So unglaublich viel kann aber eigentlich auch nicht mehr kommen hier. Da steht einer. Den locken wir einfach mal hierher. Dann machen wir einen kurzen Prozess mit ihm. Der Sack hatte nie eine Chance. Tut mir leid, aber ist so. Ach, da geht's hoch. Erstmal will ich jetzt aber gucken, was da drüben ist.
eine Truhe. Die atmet auch nicht, ne? Nein. Ah, okay. Ich weiß doch noch nicht, was wir mit den grauen Brocken machen hier. Immer schön vorsichtig. Ich will nicht aufgrund von Eile jetzt hier abstürzen und alles nochmal machen müssen. Okay, bleiben wir erstmal hier unten. Die Treppe kann ich dann immer noch hoch. Sechs geborstene rote Augäpfel. Das soll doch irgendwie... Achso. Das war doch irgendwie so eine PvP-Geschichte, ne? Hat der mich doch tatsächlich erwischt, der Sack. Das kann doch nicht wahr sein. Niedlich. So, ich will eigentlich vor allem wissen, wo ich hin muss. Der gequälten Seelen hallen hier überall wieder. Neulondo ist verloren. Ach, jetzt sind wir wieder hier. Ja, okay. Dann bist du wohl hier schon mal. Das irritiert total, dass diese Wand so komische Geräusche macht. Dann sind wir wohl hier schon mal nicht richtig. Macht nichts. Hier ist ja auch noch ein Weg. Noch so ein komisches Ding. Aber vorher... Der Sack. So, hier. Backstab von mir für dich. Dann ist da oben noch so eine Phalanx. Jo, das habe ich mir schon gedacht, dass da noch so einer von denen kommt. Das ist natürlich fies. Zumindest wenn die Phalanx mich auch bis hierher verfolgt. Ich dann gleich das Problem habe, dass ich hier mit zwei starken Gegnern gleichzeitig kämpfen muss. Aber das Problem werde ich nicht haben, weil der eine Gegner schon tot ist. So, wollen wir mal die Phalanx vernichten. Schade, die Phalanx wird dadurch nicht verletzt. Ich habe keine Ahnung, was das für ein Ding ist. Aber ich finde es absolut widerlich. Und ich bin froh, wenn es sich verabschiedet. Alter, guck mal, wie viele Seelen wir schon zusammen haben. Das wäre ein Level-Up jetzt. Ich traue keiner Truhe mehr. Bin ich ganz ehrlich. Da bin ich ja ganz, ganz ehrlich.
Da. Ist das nächste Nebeltor? Meine Frage jetzt, ist das schon das Nebeltor? Dass ich mich auch jedes Mal von diesen Attacken treffen lasse. Na komm her, du. Ah, da steht er noch. Ich dachte, ich hätte ihn. Er stand einfach nur so in der Ecke rum, hat gechillt. Warum auch nicht? Ja, ich weiß es nicht. Ist das der Zugang? Vielleicht sollte ich zur Vorsicht mal... den Bund des Artorias ausrüsten. Wanderflug kann ich ja da mal lassen. Hier die Feuerbomben tausche ich mal aus gegen einen Heimkehrknochen. Das war zur Not, weil wir jetzt im Bosskampf landen sollten. Uns einfach raus teleportieren und erstmal unsere Seelen benutzen. Auf jeden Fall nicht wieder raus hier. Dann wird es das wohl sein. Wir können es uns ja mal angucken. Aber das sieht gut aus. Ja, da brauche ich eigentlich gar nicht weiterlaufen. Das ist der Weg in den Abgrund. Was für mich jetzt bedeutet, erstmal raus hier, Level up, menschliche Form, weil wir gucken einfach mal, ob wir vielleicht ein bisschen Unterstützung beschwören können. Und dann würde ich sagen, in der nächsten Folge geht das an. Also im Augenblick kommen wir echt verdammt gut durch. Da kann ich mich echt nicht beschweren. Das war Gegenstände. Warte mal, machen wir anders. So, die Seele. Die Seele. Und die Seele. Wir können auch noch zum Feuerhüter gleich. Die ganzen Seelen platzen hier. Möglichst viel aus dem Level up rausholen. So. Der Wanderfluch, der Heimkehrknochen, warum eigentlich nicht? Und dann... mehr habe ich eigentlich gerade gar nicht, was ich ausrüsten will. Jetzt noch einmal kurz hier zur Feuerhüterin. Unseren Estus-Flakon aufpowern. So. Estus-Flakon plus 4. Plus 4 ist das Maximum, was man in einem normalen Durchspielen erreichen kann, weil es 4 Feuerhüterin-Seelen gibt, die nicht irgendwelchen NPCs gehören. Wir könnten theoretisch 3 oder 4 weitere Seelen erhalten. Aber dazu müssten wir die betreffenden Feuerhüter töten. Was dann auch das betreffende Leuchtfeuer deaktivieren würde.
Waffe verstärken. Kann ich... Nein, kann ich nicht. Alter, guckt euch mal das Drachengroßschwert an, wie viel Schaden das verursacht. Das ist krass. Wollen wir mal den Kompositbogen aufpowern hier? Können wir mit anfangen. Kompositbogen plus 2. Haben wir nicht unten in den Ruinen einen Schmied sitzen, aber der verkauft keine Scherben, ne? Okay. Naja, dann. Wird jetzt die Aushöhlung umgekehrt. Die menschliche Gestalt kehrt zu uns zurück. Und ich würde einfach mal spontan sagen, in der nächsten Folge geht den vier Königen an den Kragen. Das war Dark Souls für heute. Ich bedanke mich bei euch fürs Zuschauen und hoffe, ihr seid dann auch in der nächsten Folge wieder mit dabei. Bis dahin wünsche ich euch aber erst einmal eine gute Nacht.